Heute befassen wir uns mit dem Thema ähnliche Dreiecke. Ähnliche Dreiecke hat etwas zu tun mit kongruenten Dreiecken. Wenn wir das früher bei einer Achsenspiegelung uns angeschaut haben, durch eine Achsenspiegelung ist ein Dreieck auf ein anderes Dreieck abgebildet worden und das war dann kongruent. Das ist natürlich bei der zentrischen Streckung jetzt nicht mehr der Fall. Da gibt es ja nur noch zwei Einzelfälle, wo das Ganze kongruent ist. Ansonsten sind die eben nicht kongruent, also nicht deckungsgleich. Wir brauchen hier einen anderen Begriff und das ist genau der, der schon in der Überschrift steht, die ähnlichen Dreiecke. Diese beiden Dreiecke sind zueinander ähnlich, denn sie sind durch zentrische Streckung aufeinander abgebildet worden. Der Streckungsfaktor war in dem Fall 2,5. Das interessiert uns aber jetzt vorerst nicht. Wir wollen jetzt erstmal zeigen, dass es ähnliche Dreiecksätze gibt. So wie es Kongruenzsätze gibt, also sie stimmen in drei Seiten überein und so weiter, gibt es eben auch Ähnlichkeitssätze. Dreiecke, die durch zentrische Streckung abgebildet wurden, heißen ähnlich. Die Winkel sind immer identisch, winkeltreu. Das ist der erste Tipp, den wir hier brauchen. Also zum Beispiel Alpha gleich Alpha-Strich, das ist eine Eigenschaft, die wir wissen. Bei einer zentrischen Streckung bleiben die Winkel gleich. Genauso der Winkel Beta bleibt Beta-Strich, also das hat dieselbe Winkelmaß. Und das gleiche gilt bei Gamma gleich Gamma-Strich. Diese Eigenschaft ist ja nichts Neues mehr, aber die nehmen wir uns zunutze für die Ähnlichkeitssätze. Die brauchen wir als Vorbereitung. Eine zweite Eigenschaft, die wir wissen, ist, dass es verhältnistreu ist. Das will ich nochmal ein bisschen ausführlicher erklären. Verhältnistreu heißt nichts anderes, als dass die Seiten zueinander im selben Verhältnis stehen. Verhältnis heißt, die haben denselben Quotienten. Also a im Verhältnis zu a' ist genauso groß wie b im Verhältnis zu b' und c im Verhältnis zu c'. Das genau das dargestellt. Also ich kann a zu a' im Bruch schreiben und es ist das gleiche wie b zu b' und c zu c'. Das haben wir ja schon bei den Eigenschaften kennengelernt. Das geht allerdings auch mit anderen Verhältnissen. Zum Beispiel die Seite a zu b verhält sich wie a' zu b', denn das Verhältnis der beiden Seiten ändert sich nicht. Es ändert sich zwar die Seite a', die wird natürlich länger, wenn sie vergrößert wird, und b' wird länger, aber das Verhältnis zueinander, das verändert sich nicht. Und so kann ich quasi eigentlich jede Seite ins Verhältnis setzen. Zum Beispiel auch die Seite c zu a, die verhält sich wie c' zu a'. Genauso könnte ich b zu a verhält sich wie b' zu a'. Das heißt immer nur, dass zwei Seiten hier zueinander im Verhältnis das gleiche Verhältnis haben, wie wenn man sie hier ins Verhältnis setzt. Oder ich nehme einfach direkt die abeinander abgebildeten Seiten a zu a', dann ist es auch die Verhältnistreue. Diese Eigenschaften nehme ich mir jetzt zunutze und kann dadurch sagen, Dreiecke sind genau dann ähnlich, wenn. Und da gibt es wieder vier Fälle. Einmal den WW-Satz. Wenn zwei Winkelmaße übereinstimmen, ist klar, Beta gleich Beta-Strich, Gamma gleich Gamma-Strich, dann muss auch Alpha gleich Alpha-Strich sein, weil bei beiden bleibt ja dann nur noch das Winkelmaß für zu 180 übrig. Also, das heißt, wenn ich zwei ähnliche Dreiecke habe, das sind jetzt die gleichen wie vorher, und ich kann sehen, dass diese beiden Winkel gleich groß sind und diese beiden Winkel gleich groß sind, dann sind die Dreiecke zueinander ähnlich. Beim Kongruenzsatz gab es sowas Ähnliches, ja, nicht mit zwei Winkeln, sondern halt noch mit einer Seite dazu. Also das heißt, wenn ich zwei Dreiecke habe und ich kann hier zwei gleiche Winkelmaße bei Gamma entdecken und zwei gleiche Winkelmaße bei Beta entdecken, dann kann ich sagen, das Dreieck ist ähnlich. Das ist unser erster Ähnlichkeitssatz. Der zweite Ähnlichkeitssatz, SSS, das Verhältnis aller drei Seiten stimmt überein. Also nicht mehr alle drei Seiten stimmen überein, haben also nicht die gleiche Größe, sondern das Verhältnis stimmt überein. Und das war jetzt das, was wir vorhin gehabt haben. A zu A' verhält sich wie B zu B' oder C zu C'. Gleiches muss dann eben auch gelten, wenn ich es anders ins Verhältnis setze. Also zum Beispiel die Seite A zu B verhält sich wie A' zu B', und dann muss ich die anderen drei eben auch noch ins Verhältnis, oder die anderen zwei auch noch ins Verhältnis setzen. Das heißt, entweder mache ich es auf diesem Weg, dass eben alle Verhältnisse gleich sind, oder ich setze eben eine andere Kombination zueinander ins Verhältnis. Aber es müssen eben alle drei Seiten im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Hier der Weg, der obere ist natürlich der einfachere, der einfachste, da kann ich es am schnellsten bestimmen. Also wenn ich alle drei oder alle Seiten zum Beispiel gegeben habe, muss ich die jeweils passenden Seiten zueinander ins Verhältnis setzen und dann schauen, ob das gleiche rauskommt. Wenn es das tut, dann sind meine Dreiecke ähnlich. SWS, das Verhältnis von zwei Seitenlängen und dem des eingeschlossenen Winkels stimmt überein.
Also, zum Beispiel habe ich diese Seiten, B zu C verhält sich wie B' zu C' und der dazu passende Winkel, in dem Fall ist es eben Alpha gleich Alpha', der ist identisch. Also es reicht eben, wenn ich jetzt zum Beispiel vier Seiten habe und den dazu eingeschlossenen Winkel, dann muss ich die passenden Seiten ins Verhältnis setzen. Theoretisch könnte ich auch sagen, die Seite B zu B' verhält sich wie C zu C'. Also es muss nicht das B zu C gleich B' zu C' sein. Das war der dritte Ähnlichkeitssatz. Und der vierte Ähnlichkeitssatz ist genau das gleiche, nur dass es dieses Mal eben nicht der eingeschlossene Winkel ist, sondern der Winkel, der der größeren Seite von beiden gegenüber liegt. Das sieht man jetzt hier hoffentlich, dass das diese untere Seite ist. Das ist die längere, also muss der Winkel, der gegenüber liegt, gegeben sein. Und ich habe es jetzt hier nicht mehr hingeschrieben, aber dann gilt das gleiche. Dann muss das Verhältnis von der Seite B zu B' genauso groß sein wie das Verhältnis von C zu C'. Und die beiden Winkel von Gamma müssen gleich sein. Das heißt, diese beiden Sätze hier sind sich sehr ähnlich. Habe ich zwei Seiten jeweils gegeben und die im Verhältnis passen zueinander, dann muss entweder der eingeschlossene Winkel gleich groß sein oder der gegenüberliegende Winkel von der größeren Seite muss gleich groß sein. Das heißt, der gegenüberliegende Winkel von der kleineren Seite, wenn der gleich groß ist, das ist kein Ähnlichkeitssatz. Dann muss es nichts heißen, dass die Dreiecke ähnlich sind. Nochmal zusammengefasst, wenn ich also verschiedene Angaben über diese Dreiecke habe, dann muss ich mir einen dieser Sätze raussuchen. Sind zum Beispiel nur Winkel gegeben, dann muss es dieser Satz sein. Sind nur Seiten gegeben, dann muss ich sie ins Verhältnis setzen und das überprüfen. Sind vier Seiten gegeben und zwei Winkel, dann muss ich einen von diesen beiden Sätzen bemühen. Und wenn das dann stimmt, dann sind die Dreiecke ähnlich.